Und hallo und willkommen zurück zu Queen's Quest 5, Symphony of Death oder Kampf der Königin 5, Symphonie des Todes im Deutschen. Wir haben dieses kleine Kästchen geöffnet und gucken da mal rein. Wobei, so klein ist es eigentlich auch nicht. Das brauchen wir, okay. Die Zange brauchen wir nicht. Was haben wir hier noch? Wir brauchen das hier, ne? Okay. Jetzt können wir die Tasche öffnen mit dem Symbol. Und wir finden einen Spiegel. Eine Lupe. Okay, eine von zwei Lupen. Wir brauchen ein kleines Schloss. Können wir das mit der Nadel öffnen? Okay. Da haben wir den Elchkopf. Den brauchen wir hier für das Kryptex. Sehr gut. Und dann finden wir hier noch eine Lupe. Vergleichsmaterial. DNA-Vergleich. Okay. Können wir... Achso, hier. Okay. Können wir die hier draufsetzen? Nee. Wir müssen... Was müssen wir hier machen? Das ist ein Rezept für die Analyse von Blutproben. Okay, wir brauchen erst wieder einen... Objektträger. Der ist aber da hinten. Können wir den nicht mitnehmen hier? Du musst das Blatt da drauflegen. Wir müssen das doch erst hier wieder hinlegen. Niemand kann mir vorwerfen, dass ich es nicht versucht habe. Das erste ist ein Objektträger. Müssen wir die Lupe nehmen? Müssen wir da. Ah ne, das sind die Objektträger. Das sind keine. Doch, das sind auch Lupen, aber irgendwie Objektträger. Jetzt brauchen wir das Blatt. Dann müssen wir das Pulver da drauf streuen. Damit der Messer was abkratzen. Okay, dann müssen wir Wasser drauf kippen. Und uns das Ganze mal anschauen. Und jetzt muss das Ganze nochmal mit dem Stofffetzen machen. Hier hinlegen. Ein bisschen was rausschneiden. Okay. Das sind Haare. Da müssen wir jetzt auch wieder Wasser drauf kippen. Okay, und dann müssten wir... Was müssen wir jetzt machen? Das Elixier da drauf kippen. Müssen wir den dann erst nicht drauf schieben? Als nächstes brauche ich einen Verdünner. Muss ich den da drauf kippen? Ich muss das dort da drauf kippen, oder nicht? Ach, das wird jetzt auch rot, alles klar. Okay, jetzt geht das wieder los. Vergleiche die Nester der beiden Proben miteinander, indem du drei Dreierpaare zusammengehöriger Mikroben findest. Finde eine Mikrobe in der einen Probe und wechsle dann auf die andere, um zu sehen, ob auch diese Probe die gleiche Probe enthält. Wir nehmen mal das Grüne hier. Und wir haben... Nicht das Grüne, wir haben ja was Rotes. Okay, rotes passt nicht. Was haben wir hier? Das haben wir. Und das andere hatten wir hier auch. Da. Das passt zusammen. Gucken wir die erste nochmal an. Hier haben wir was Rotes. Und hier haben wir was Rotes. Okay, das passt auch. Ich glaube, den mit dem komischen Braunen brauchen wir noch, ne? Den hier. Und der letzte ist... Der hier. Okay. Aufgabe komplett, DNA-Vergleich. Okay, wir haben... Wir haben einen DNA-Vergleich. Jetzt haben wir Beweise. Können wir hier noch irgendwas mitnehmen? Ich habe ja das Gefühl, dass wir hier noch irgendwas finden könnten. Ich sehe es aber gerade nicht, was. Da oben leuchtet noch irgendwas. Da ist aber nichts, ne? Nee. Na gut, gehen wir erstmal zurück. Wir haben jetzt hier noch DNA-Beweise. Ich hoffe, das reicht. Bitteschön. You want to tell me that the beast he keeps mentioning exists? Ja. Okay, jetzt. Well, let me tell you, human. I was minding my own business. When that human child ran past me, then a beast jumped at him and picked him up. It took him towards the city. I guess this is enough, but I will keep a close watch on you. Wir prüfen Papas Aufbruch, okay? Wertvoll. Hey, Alchemist. Even the walls have ears. I can't risk anyone hearing about it. You are the only one I trust. Meet me here.
Okay. Triff dich mit Piper. Folge den Anweisungen, um über die Karte zu dem Ort zu gelangen, an dem Piper sich mit dir treffen will. Okay, wir müssen auf N4, also nach Norden 4. 1, 2, 3, 4. Nach Süden passt nicht, dann müssen wir nach Osten wahrscheinlich. 3, 1, 2, 3. Nach Norden 3. 1, 2, 3. Nach Osten 3. 1, 2, 3. Nach Süden 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nach Osten 3. 1, 2, 3. Nach Norden 4. 1, 2, 3, 4. Und nach Osten 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, er musste verschwinden. Und er hat wieder zerrissene Klamotten. Finde heraus, ob Papa noch lebt und. Okay. Er atmet gerade so noch. Ich muss die Wachen rufen. Okay. Folge der Insignie. Sie wird dich zur Bestie führen. Frage den König. Er wird wissen, wem die Insignie gehört. Okay, können wir das mitnehmen? Der Wache Bescheid sagen. Was haben wir hier? Hier haben wir noch irgendwas. Okay, machen wir erstmal auf die Kiste. Mal schauen, was wir hier noch so haben. Okay, noch eine Insignie. Abzeichen Zusatz, das sind Hörner, okay. Was haben wir hier? Da müssen wir dann rein. Sieht jedenfalls so aus. Ich suche erstmal eine Runde. Wir machen das schon. Er wird ja nicht so schnell hoffentlich drauf gehen. Ein Seil. Wo ist das andere Seil? Das ist eine Uhr. Da ist das Seil. Okay, was haben wir hier? Was ist eine Postinsignie? Ein Pilz. Okay, das ist noch ein Buch. Da war Pilz. Und Pilz. Wo war der Pilz? Da ist der Pilz. Hier ist noch eine Uhr und eine Post. Wir brauchen 6 Paare, ne? Das heißt, wir müssen noch mehr finden. Was haben wir hier? Das ist eine Hufe. Wo ist die andere Hufe? Das ist eine Krone. Da ist die andere Hufe. Eine Krone haben wir hier. Wo ist denn die andere Krone? Da muss noch mehr sein. Da ist eine Uhr. Und wo ist die andere Uhr? Da ist die Krone. Hier muss noch eine Uhr sein. Da ist die Uhr. Okay, die Krone und die Krone. Und was haben wir noch als Paare? Da, das Horn und das Horn. Okay. Wir haben die Hörner zusammen. Der Wache Bescheid sagen. Wo ist denn die Wache? Hier müssen die da rein? Da müssen die Hörner rein. Du kannst nicht immer richtig liegen. Doch, hier sind doch Hörner. Oh, wir müssen das erst zusammenbauen. Okay. Okay, jetzt kommen wir hier rein. Und dann müssen wir die Hörner hier draufsetzen. Und jetzt müssen wir die richtige Dingens finden. Das muss nach unten. Das eine nach oben, das nach ganz oben. Okay, und du musst dann einen darüber, darunter. Und die Wachen, alles klar. Boy, what happened here? That looks like an animal attack. You okay, lady? I am fine. Please take care of the Piper. We have to take him to the dock. Well, good luck. Okay, da wurde er erstmal mitgenommen. Jetzt beamen wir uns zurück. Oder auch nicht.
Dreh die Ringe, um das Bild wie rechts angezeigt wieder zu stellen. Ach du meine Güte. Da, das ist jetzt aber... Oh nein. Und das wird ja spaßig. Zählt das so? Wahrscheinlich nicht. Oh je. Das dreht auch wieder alles weg. Oh nein, das ist wieder so ein Ich-drehe-alles-Bild. Ich mag solche Bilder nicht. Ich mag solche Bilder nicht. Warte mal, das gehört so. Ich hoffe mal, dass das gnädig ist, das Bild. Es ist gnädig. Okay, sehr gut. Das ist nicht mal ein Portal. Okay, wir sind zurück. Detective, how is your investigation going? Ich habe da so eine Befürchtung. Ordne die Bilder in chronologischer Reihenfolge an, um zu berichten, was mit Piper geschehen ist. Okay, wir haben erstmal ihn aus dem Gefängnis geholt. Er wollte uns dort treffen. Wir haben ihn dort gefunden, als er gegen die Bestie gekämpft hat und hat sich ein Markenzeichen geholt. Und dann ist die Bestie weggelaufen. Ist das korrekt? Korrekt, korrekt? Doch, eigentlich schon, ne? Ist es nicht korrekt? Doch, eigentlich schon. Nee, wir müssen suchen. Okay. I managed to free the Piper from all accusations, but when I met with him to find out about the kidnappings, the beast attacked him. He ran away. There was this insignia I found in the Piper's hand. No! That's impossible! It can't be! Snow! Oh, I'm sorry, Detective. That insignia belongs to Evan Silverclaw. I am afraid I have to ask you to find him before my daughter does. Use my portal to get to his mansion. Und wieder geht's durch das Portal. Okay, Zielteile und dann... Okay, wir müssen also zusammen im Haus. Dann schauen wir mal. Was erwartet uns dort? Was kommt da rein? Sein Anwesen. Er ist bestimmt verflucht oder sowas. Und wir müssen seinen Fluch brechen, damit sie als glückliches Paar zusammenleben können. Und los geht's. Evan ist ins Haus gegangen, dann muss ich dort wohl auch rein. Es sieht nicht mehr ganz so gut aus. Da sind schon ein paar Sachen, die hier... Da ist ein Puzzleteil. Wir haben die anderen Puzzleteile bisher nicht gefunden. Das ist natürlich ein bisschen bescheiden. Aber erstmal ein Wimmelbild. Eine römische 7. Was ist das hier? Zerknülltes Papier. Was brauchen wir denn? Das brauchen wir bestimmt, ne? Okay. Ich wusste zwar nicht, was es ist, aber wir haben es jetzt mitgenommen. Was ist das? Das ist eine Karte. Da haben wir schon wieder was. Was brauchen wir denn noch? Verrotteter Apfel. Rosen brauchen wir 3 Stück. Da ist eine, da ist noch eine. Und die dritte ist hier. Da ist noch ein Rädchen. Wo kommt das denn hin? Ein Rädchen brauchen wir. Wo brauchen wir das denn? Stricknadeln, ein Sternfächer, Kelch. Das ist nur eine Nadel. Okay, wir brauchen die zweite. Hier ist ein Fächer. Ist das eine Nadel? Ne, das sieht aus wie eine Nadel, aber das wäre jetzt zu einfach. Okay. Wir brauchen... Was brauchen wir denn noch? Ein Besen und ein Kelch können wir sehen. Wo ist denn der Kelch? Da ist der Kelch. Und der Besen. Okay. Jetzt brauchen wir noch ein Steinteil, eine Stricknadel brauchen wir und einen Stern. Hier ist ein Rädchen. Wofür brauche ich das denn? Ach da, für den Koffer. Bin auch blind wie ein Fisch hier wieder. Da ist die Stricknadel. Können wir die mitnehmen. Und der Stern.
Und ein Steinteil. Ein Objekt gefunden, ein Steinteil. Hinterm Haus. Was haben wir hier? Irgendetwas verhindert den Wasserfluss, aber es ist zu hoch. Ich kann nicht sehen, was es ist. Da ist noch eine kaputte Leiter, die müssen wir wahrscheinlich reparieren. Genau. Was ist das hier? Die Blumen sind komplett vertrocknet. Ich brauche einen Schwall Wasser, um wieder was? Um wieder zu sich zu kommen. Die brauchen wieder. Okay. Das war das. Was haben wir hier noch? Da hängt noch was. Da ist ein Sattel. Das ist ein interessantes Schloss, aber ein Hufeisen fehlt. Okay. Was brauchen wir noch? Können wir da durch die Tür? Können wir nicht. Da oben ist noch was. Das müssen wir uns also holen. Da ist noch ein Hufeisen, aber das hilft uns auch noch weiter. Ein Hufkratzer. Okay. Was brauchen wir denn hier? Oder was haben wir hier? Da ist ein Hufeisen und da fehlen zwei Teile. Alles klar. Hier fehlt ein Schwert. Das brauchen wir bestimmt noch. Was haben wir hier? Ein Stück, ein Brett. Ja, einer der beiden Schwerter ist weg. Ich hoffe mal, es wurde nicht allzu weit weggebracht. Wir brauchen drei Bretter also. Okay. War hier auch noch ein Brett irgendwo? In der Ecke? Nein. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl mit der Prinzessin hier. Ein Hufkratzer kommen wir nicht dran, ne? Doch, den Hufkratzer können wir den benutzen, um da dran zu kommen. Ein Schwall Wasser. Okay, ein Brett ist runtergefallen. Ein Hammer haben wir auch noch gefunden. Okay. Da können wir das Hufeisen noch ansetzen. Und ein paar Nägel, die brauchen wir auch noch. Wir haben zwei von drei Brettern. Wir brauchen... Da kommt kein Wasser ran, ne? Ja, es bleibt da hängen. Das heißt, wir müssen noch ein... Die Hütte ist auch nicht mehr so top. Das heißt, wir brauchen noch ein Brettchen. Das Schwert haben wir auch noch nicht. Nee. Das heißt, wir müssen uns noch was einfallen lassen. Und ich würde sagen, das sehen wir in der nächsten Episode. Also danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!